Wie sagte schon der alte Römer Brutus? Er sagte, der erste Monat der Ehe ist der Monat des Honigs. Der zweite ist der Monat des Schnapses. Der Junge hat ja so recht, Sie kennen doch Brutus, wa? Das war doch der, der vor dem römischen Kino Kapitol dem alten Cäsar ein paar Grüße aus Solingen bestellte. Ja, Sie merken schon, dass ich ein humoristisches Gymnasium besucht habe. Ja, 4 Jahre unter Tertiär, du musst ja was wissen. Ich sage immer, die nicht wissen und wissen, dass sie nicht wissen, sind mir lieber als die, die nicht wissen und nicht wissen, dass sie nicht wissen. In die Hoffnung, dass sie meinen gedanklichen Höhenflug folgen können, nehme ich eins zur Brust, damit meine Nieren ihre Existenzberechtigung nachweisen können. Ja, nun Moment mal, welche Klasse nehme ich denn jetzt? Sie werden sich wundern, dass ich heute mit 2 Mollen auf immer arbeite, wa? Aber ich gehe ja mit die fortschrittliche Entwicklung beim Rundfunk mit und dazu hören die 2 Mollen. Ich mache jetzt nämlich auf Stereo. Zu Hause brauche ich kein Stereo, da macht meine Olle auf Raumton. Abgesehen davon nagt die ganz schön an mein Wirtschaftswunder. Also. Was hat die früher als wir uns kennenlernen alle gesäuselt? Mensch, damals hat sie gesagt, ich will dir mit meiner Liebe eine Burg bauen. Und heute suche ich verzweifelt nach einer Falltür, damit ich mal erwischen kann. Nee, das hat sich alles geändert. Sehen Sie mal. Sind Sie verliebt, dann spricht er und sie hört nur zu. Sind Sie verlobt, spricht sie und er hört zu. Sind Sie verheiratet, dann sprechen Sie beide und den Nachbarn hören zu. Naja, so schlimm ist das ja bei uns nicht, ne? Wir zanken uns höchstens 3 Mal im Jahr. Ja, weil wir nach jedem Krach 4 Monate nicht miteinander sprechen. Jetzt spricht sie ganz anders zu mir. Neulich war mal ein Keytop, ich komme raus, setz mal einen Hut auf, da brüllt sie mir an. Huju, Brüllse, so langsam wirst du senil, du hast den Hut ja verkehrt rum aufgesetzt. Sagt, na und, du weißt ja nicht, in welche Richtung ich gehen will. Aber so ein kleiner Streit erhält frisch und jung. Finden Sie, meine Alte ist da ganz komisch. Die ärgert sich nie. Nee. Glauben Sie, die ärgert sich, wenn ich beim Essen Zeitung lese? Nee. Eine neue Schlagzeile ist ihr lieber als ein altes Gesicht. Und die ist auch nicht neugierig. Nee, die frischt nie, woher ich das Geld für ihre Kleider nehme. Wissen Sie, was mir bei 30-jähriger Ehe noch reizen könnte? Jedes Wort. Ich glaube, bei mir muss die Verlobung im Dunkeln stattgefunden haben. Nee, ehrlich, ich habe immer Pech mit Frauen, ja. Entweder haben sie einen anderen geheiratet oder mir. Ja, dabei behandle ich ihr wie ein rohes Ei. Wenn es auch ein faules ist. Ne? Nee, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und sie steht mir unter Tränen, dass der selbstgebackte Kuchen von der Katze gefressen wurde, dann schimpf ich nicht. Nein, dann kauf ich eine neue Katze. Aber was denkt man, auf schließlich hat der ja geheiratet. Wenn auch bloß aus Versehen. Ja, damals hat nämlich eigentlich nach einer Taxe gewinkt. Hat in der Zeitung gelesen, es gibt in Afrika Stämme, wo der Mann die Frau erst nach der Hochzeit kennenlernt. Nun frage ich ihn, was hat das mit Afrika zu tun? Ich habe auch erst nach der Hochzeit festgestellt, was meine Frau unter Kochen versteht. Ich sage immer, schlimmer als eine Frau, die kochen kann und es nicht tut, ist eine Frau, die nicht kochen kann und es trotzdem tut.
die entwickelt in der letzten Zeit einen merkwürdigen Zug, den ich mal als schottisch bezeichnen möchte. Ich wollte ihr zum Geburtstag einen Kühlschrank schenken, hat sie aber abgelehnt, weil sie Angst hat, das Licht geht nicht aus, wenn sie die Tür zumacht. Und mit so was war ich mal verlobt. Ich sage immer, entweder ist eine Verlobung glücklich oder sie führt zur Ehe. Und die Ehe wiederum ist wie eine GmbH. Gehst du mit, bist du hin. Aufgrund von meiner jahrzehntelangen Erfahrung schreibe ich jetzt ein großes Werk, Die Freuden und Leiden einer Ehe. 1000 Seiten. Die Leiden beginnen auf Seite 4. Na, ist das ein Ding, wa? Dann möchte ich mal wieder den bekannten Dichter Alwin Maria Schmutzbesen zitatieren. Wie schreibt er doch so feinsinnlich in sein berühmtes Werk Das Liebesleben der Glühbirnen? Nun, wie schreibt er wohl? Er schreibt, nimm lieber eine klare 20er als eine matte 40er und dir geht ein Licht auf. Oma zahlen!